Wir stecken in einer bewegenden Reise. Wir wollen eine Person kennenlernen, die von sich gesagt hat, kennst du mich, dann kennst du Gott. Davon gibt es nicht so viele oder genauer gesagt vielleicht nur einen, der das von sich wirklich berechtigt sagen kann. Wir sind dabei, diese Selbstbeschreibung Gottes, vor allen Dingen im Johannesevangelium mit ein paar kleinen Ausflügen in andere biblische Bücher, diese Selbstbeschreibung Gottes, die sogenannten Ich-Bin-Worte, uns anzuschauen. Das, was Jesus also von sich selber gesagt hat, wie er sich charakterisiert, wie er sich beschreibt. Der Text, den wir uns heute, oder das Kapitel, aus dem unser Text stammt, ist das 10. von Johannes Evangelium. Da hat Andreas vor 2 Wochen schon angefangen. Er hat nämlich über das Wort von Jesus gesprochen, ich bin die Tür. Deswegen, habt ihr vielleicht schon gesehen, steht dort auch diese Tür. Habt vielleicht euch gefragt, ist da was schiefgelaufen? Was übrig geblieben? Hat da jemand was nicht weggeräumt? Nein, Petra ist unschuldig. Simon hat das extra aufgebaut. Danke nochmal dafür. Und das werden wir gleich auch brauchen, weil es eine gute Veranschaulichung ist von dem, was Andreas vor 2 Wochen über dieses Thema gesagt hat und dem, was wir heute über das Thema aus dem gleichen Kapitel hören wollen, bei dem Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Sehr bekannt dieses Wort, Psalm 23 ist sehr bekannt. Also ein bisschen die Gefahr, dass wir abgleiten und denken, naja, nichts Neues. Mal sehen, was kommt. Schauen wir erstmal auf den Text. Johannes 10, Vers 10 bis 15. Ich habe diesen Vers 10 noch mit dazu genommen, weil er eben ein Übergang ist von dem Bild von der Tür hin zu dem Bild von dem Hirten und beides auch zusammengehört. Jesus sagt dort, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Bevor wir in den Text hineintauchen, ein bisschen der Rahmen. Immer wichtig, wenn man sich Texte in der Bibel anschaut, dass man überlegt, wie ist das passiert, wann und was ist da vorher auch so abgelaufen, was beschäftigt die Leute drumherum und so weiter. Im Johannesevangelium fängt das eigentlich mindestens in Kapitel 6 schon an, wo Jesus ja diese Brotvermehrung, dieses Wunder der Brotvermehrung macht, also 5000 Männer, das sind also mindestens 12.000 Leute gewesen, Männer, Frauen, Kinder, ja, satt gemacht hat. Dann kommt Kapitel 7, das Laubhüttenfest, wo er am höchsten Tag des Festes, wo die Leute sehr gespannt waren und wo es ein bestimmtes Zeremoniell gab, das da immer abgelaufen ist, wo er mitten dort hinein gerufen hat, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin das lebendige Wasser und die Diskussion natürlich weiterging. Dann Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt, davon hat Jürgen letzte Woche gepredigt, auch eine sehr steile Aussage, die Diskussion ging weiter. Dann Kapitel 9, wo er den Blindgeborenen wieder sehend macht und der arme Kerl sich da rechtfertigen muss ohne Ende vor den Gesetzesgelehrten und den hohen Herren und den Theologieprofessoren der damaligen Zeit.
und der arme Kerl einfach nur froh ist, dass er wieder gucken kann. Ja. Aber auch dieses Ganze war weiter ein Grund, dass die Leute geredet haben, dass es heute hätte es einen Shitstorm gegeben im Internet oder eine Riesendiskussion in den sozialen Netzwerken, was denn da abgegangen ist, ja? Was Jesus da alles macht und wer ist er denn, wie können wir ihn einordnen? Heute würde man sagen, ist er rechts oder links oder so, ja? Ist er konservativ oder... Ja. Also da war richtig was im Gange und in Kapitel 10 geht Jesus jetzt weiter und sagt, wie schon erwähnt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirt. Und ich möchte noch einmal erinnern, auch an das, was Andreas vor 14 Tagen gesagt hat, diese Tür als Bild, zum einen für Jesus als Schlüsselfigur, bei ihm ist der Eingang, bei ihm muss man durch, um in die Herde zu kommen, in unsere krasse Herde hier, der Gemeinde, das geht nur bei ihm. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren haben wir mit Richard Kriese, kennt ihn noch jemand? Der hat immer kleine Bekenntnismärsche gemacht, wenn er irgendwo zum Evangelisieren war. Also wir mit allen Gemeinden aus der Stadt dann durch die Stadt gezogen, Transparente gebaut und so. Und eins dieser Transparente war, erinnere ich mich noch sehr gut, an Jesus kommt keiner vorbei. Ja, das ist genau das Bild hier, ich bin die Tür. Ja? Also wenn du zur Herde kommen willst, wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du durch diese Tür gehen. Also diese Schlüsselfigur und auch die Frage oder der Punkt der Entscheidung, das hängt mit der Tür zusammen, deswegen steht die da und deswegen brauchen wir die gleich noch. Der Hirte heute, also das, was uns heute beschäftigt, da geht es mehr um die Beziehung zu Gott, um die Beziehung mit Gott, mit Jesus, um das, was er uns da schenken will. Und Jesus formt dieses Bild aus und erklärt dieses Bild mit Gegenbildern sozusagen, indem er sagt oder zeigt, wie er nicht ist, zeigt er, wie er ist. Ja. Deswegen kommt dieser Dieb ins Spiel. Das ist das erste Gegenbeispiel aus dem Vers 10. Ich bin kein Dieb. Vielleicht denkt man jetzt, ja, wer kommt denn auf die verrückte Idee, dass Jesus ein Dieb sein könnte? Das ist doch ein abstruses Bild. Und doch werden wir sehen, vielleicht merkst du es selber auch schon, dass das durchaus sein kann, dass da eine tiefe Angst in dir, in uns wachgeküsst wird sozusagen. Ein Misstrauen, was immer wieder auch in unseren Herzen drin steckt. Ja. Deswegen schauen wir uns einen kleinen Ministeckbrief an. Ministeckbrief eines Diebes. Das erste, was mit einem Dieb in der Regel fast so gut wie immer verbunden ist, er macht ärmer. Also ein Dieb kommt normalerweise nicht in deine Wohnung und bricht irgendwo ein, um zu gucken, wie schön du wohnst. Ja? Mal Fotos zu machen und zu Hause in sein Album zu kleben. Und da war ich auch und der wohnt ganz toll. Ja? Sondern normalerweise, wenn er das schon macht und einbricht, dann nimmt er was mit. Möglichst Wertvolles. Nicht, was er nett findet, sondern was er gut verkaufen kann oder was einfach nur viel Geld kostet. Wir kennen vielleicht das alte Bild von früher, der Dieb als Maskierter, so wie hier, so ähnlich, und dann den großen Sack auf dem Rücken. Ja? Mit dem Silberbesteck und all solchen Sachen drin. Es klimpert richtig und klappert. Ja. Heute passiert es schon mal, dass die großen Goldmünzen mit der Schubkarre durch Berlin gefahren werden. Das haben wir ja auch gehört. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das Diebesgut wegzubringen. Auf jeden Fall ist es nicht mehr da. Und deswegen bleibt der Punkt, wer mit dem Dieb Bekanntschaft macht, ist ärmer als vorher. Und genau das trifft das Bild, was Jesus hier beschreibt. Er sagt in Vers 10 ja, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Hier ist natürlich auch das Bild der Schafherde im Hintergrund, deswegen schlachten. Aber es ist einfach Verlust dabei. Es ist etwas Schlimmes, Verderben zu bringen. Ja. Und so kann es sein, dass bei manchen von uns da eine Baustelle ist, nämlich diese Sorge, ärmer zu werden, etwas zu verlieren, wenn ich durch die Tür zu Jesus gehe, wenn ich wirklich ernst mache mit Jesus. Es geht hier nicht um dieses allgemein unverbindliche christliche Leben, was auch möglich ist. So im Strom mitschwimmen. Sondern es geht ja immer wieder um die Frage,
nehme ich Jesus ernst, mache ich ernst, und das zeigt das Neue Testament, die ganze Bibel, Gott sich wirklich hinzugeben, das ist der Punkt. Und da ist die Frage, dann denke ich, dass ich da ärmer werde. Für jüngere Menschen vielleicht, wenn sie die Frage bewegen, irgendwo in die Welt zu gehen, um dort Jesus zu dienen, als Missionar, mit ihrem Beruf oder wie auch immer. Die Frage, was verliere ich da was? Kann ich mir meine Existenz nicht aufbauen? Sorgt Gott für mich? Wie wird es später im Alter? Und so weiter. Also Sorge, werde ich ärmer, wenn ich intensiv mit Gott lebe? In 2. Korinther 8, Vers 9 wird uns dazu ja was gesagt. Da heißt es, denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch auch noch die letzten Kröten aus der Tasche zu ziehen. Das ist eine neue Übersetzung. Aber eine andere Übersetzung hat ja eigentlich den Sinn, dass sie den Sinn richtig wiedergibt, nur mit anderen Worten. Nee, normalerweise steht da, oder richtig steht da, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist Jesus. Er ist eben kein Dieb, der ärmer macht. Deswegen stimmt das nicht, dass er dir die letzten Kröten aus der Tasche zieht. Vielleicht wirst du nicht besonders materialreich, wenn du mit ihm intensiv unterwegs bist. Das kann schon sein, das hat er ja irgendwo versprochen, dass wir reich werden, wenn wir ihm vertrauen. Also materiell reich werden. Aber er sagt hier, und das wird ja auch im Johannesevangelium formuliert, er gibt Leben im Überfluss. Er gibt ewiges Leben. Das ist nicht nur ein Leben nach dem Tod ohne Ende, sondern ewiges Leben ist göttliches Leben, ist reiches Leben, ist das Leben, was immer noch da ist, wenn alles andere zusammenbricht. Und wie wir es auch sonst beschreiben können, das ist Reichtum. Und ich denke, dass wir gerade in diesen Tagen und Monaten wieder neu merken, was wirklich Leben und Reichtum sein kann und was nicht. Das Zweite, was einen Dieb auszeichnet, ist, das habe ich ja schon angedeutet, er bricht ein. Er klingelt nicht, normalerweise nicht. Er beseitigt Hindernisse auf seinem Weg mit dem Anliegen, das er hat, mit Gewalt, wenn es sein muss. Aufgebrochene Wohnungstüren, eingeschlagene Autoscheiben oder gesprengte Geldautomaten. Hat Felefanz ja eine gewisse Erfahrung mit. Für die neu zugezogenen, vor 4 Jahren stand hier noch eine Bankfiliale. Die musste leider dran glauben, weil jemand den Geldautomaten gesprengt hatte. Also da passiert wirklich was. Ja? Da bleibt kein Stein auf dem anderen unter Umständen. Und es ist einfach Frust und Erschrecken damit verbunden. Ich weiß noch, dass ich einmal, bin dankbar, dass es nur einmal war, morgens zum Auto kam, in Hilden war das noch, auf dem Parkplatz stand das da von der Musikschule, und ich kam zum Auto und die Beifahrerscheibe war eingeschlagen. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Habe mich ins Auto gesetzt und dachte mir, hier zieht es ja. Ja. Und dann hatte jemand da die Scheibe eingeschlagen. Ich hatte meine Sporttasche hinten stehen, und weil er dachte, da hat er bestimmt sein Handy und sein Portemonnaie drin. Da war aber nichts drin gewesen. Also völlig umsonst, ein Haufen Ärger, Kosten und Schrecken. Das ist genau der Punkt. Ja. Es erzeugt Angst, Verwirrung, Misstrauen. Und diejenigen unter euch, die schon einen Einbruch miterlebt haben, werden das sehr bestätigen können. Dass ein paar Sachen weg sind, ist manchmal gar nicht so schlimm, wie dieses Gefühl des Verletztseins und der Unsicherheit. Ein Dieb hat das Ziel und will es durchsetzen, durchziehen, wenn nötig mit Gewalt. An dieser Stelle sollten wir uns bewusst machen, dass wir reden ja hier über Glauben, über Leben mit Gott und im entfernten Sinne auch über Religion. Das ist ja das, was oft der Religion vorgeworfen wird, dass sie die Menschen ausnimmt sozusagen, ausnutzt. Und wir müssen sagen, dass das bei der Religion in vielen Fällen auch stimmt. Dass Menschen ausgenutzt werden, dass eingebrochen wird in ihr Leben, dass sie gezwungen werden zu Dingen, die sie eigentlich gar nicht wollen, aber dass das nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Jesus sagt hier sehr klar, ich bin kein Dieb.
Ein Dieb kommt, um all das zu machen, aber ich bin anders, und zwar völlig anders. Zum Beispiel sagt Jesus selbst in Offenbarung 3, Vers 20, für Bibelleser eine bekannte Stelle, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Anklopfe. Also nicht GSG-9-mäßig die Tür aufbreche, sondern anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Ich hau nicht drauf oder zu und ich hau nicht ab, sondern ich gehe hinein, wenn du mir öffnest. Das ist unser Gott. Das ist Jesus und nicht der Dieb, der einbricht. Er kommt nicht mit Gewalt, sondern er ist der gute Hirt, der uns sucht und retten will. Da kommen wir zum Zweiten, was in diesem Text Jesus von sich sagt. Ich habe es mal so ausgedrückt, ich mache nicht nur meinen Job. Das ist die zweite Verneinung, die hier Jesus gebraucht, um sein Wesen zu offenbaren. Jesus spricht hier, in der Elberfelder-Übersetzung steht Mietling, man könnte heute wahrscheinlich eher sagen ein Leasinghirte oder sowas, also ein angeheuerter, bezahlter, eine angeheuerte, bezahlte Nanny für die Schafe sozusagen, der das einfach nur für Geld macht. Setz dich mal dahin, pass mal auf, kriegst einen Fuffi hinterher, so. Ja, vielleicht weiß er gar nicht genau, was auf ihn zukommt, aber das ist der springende Punkt, er macht es nur für Geld. Vers 12 lesen wir das, ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selber gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dieses Bild traf damals in Schwarze, die Leute hatten relativ viel in Israel mit Schafhirten zu tun, sie haben das gesehen, mitbekommen, sie haben vielleicht oft, wenn sie unterwegs waren, so einen Pferch gesehen, wo die Schafe nachts drin waren. Und für sie war klar, ja, es gibt Leute da in diesem Berufsbereich, die machen einfach nur ihren Job. Dienst nach Vorschrift, wofür sie bezahlt werden und solange sie bezahlt werden, was anderes gibt es nicht. Angestellter ohne Identifikation mit der Firma oder den Schafen, die sie hüten sollen. Und in der Krise, oder übertragen gesehen, wenn die Firma auf dem Spiel steht, wenn es wirklich dicke kommt, dann heißt es eigentlich nur und tschüss. Das sind die, die einfach nur ihren Job machen, die nicht wirklich Verantwortung übernehmen, weil sie dieses Anliegen nicht haben. Es ist ja nicht ihrs. Eben nicht wie ein Chef, eben nicht wie ein Eigentümer einer Firma, dem das ganz anders wichtig ist. Ihr kennt vielleicht dieses Schild, was man ab und zu mal, oh, ich habe einmal vergessen, genau, was man ab und zu mal am Straßenrand sieht, ja. Hier kocht der Chef. Da kann man sich normalerweise darauf verlassen, dass es ganz gut zugeht. Denn wer nicht gut kochen kann, macht kein Restaurant auf. Oder nicht lange, sagen wir mal so. Ja. Da ist einfach, hat einfach jemand ein Anliegen. Das ist mein Laden und ich kann gut kochen und ich mache es auch gut. Auch wenn es mehr Zeit kostet oder ein bisschen mehr Geld. Da ist ein Anliegen dahinter. Ich habe das bei meinem Vater gemerkt, der eine Stahlbaufirma aufgebaut hat nach dem Krieg, ja, in den 50er Jahren angefangen, in einem kleinen Schuppen und später dann war es eine Firma mit zu guten Zeiten ungefähr 50 Angestellten. Und das, gut, er war jetzt nicht mit Jesus unterwegs und es war wirklich sein Leben. Ja. Er hat alles da hinein investiert, aber er war eben, ich habe das immer so mitbekommen zu Hause, das war eben seine Firma. Ja. Und jeder von euch, der selbstständig ist, der eine Firma hat, der wird das bestätigen, da setzt man sich für ein. Da sagt man nicht um 5, oh, mir egal, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Sondern da muss noch was gemacht werden, das muss noch besser gehen. Ja. Er setzt sich ein. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt hier in dem, was Jesus sagt, wenn er das ausdrückt, derjenige, dem die Schafe nicht selbst gehören. Ja. Der keine wirkliche Beziehung hat zu dem, was er da macht. Der keine Beziehung hat zu diesen Schafen, die ihm da anvertraut sind. Der nur daran denkt, dass die Kohle stimmt, solange es nicht zu schwierig wird und nichts wirklich zum Risiko bereit ist. Jesus sagt in diesem Kontrastbild sozusagen, er sagt, ich gehöre nicht zu denen, die nur ihren Job machen.
Nochmal eine Erinnerung auch an die Religionen, an viele Religionsstifter, vor allen Dingen auch an Sektenführer, wo man das immer ja wieder lesen kann in der Kirchengeschichte, dass das der Punkt war, dass sie sich letztlich nur selbst bereichert haben, dass sie letztlich es ihnen um Geld und um Macht ging, aber nicht um die Menschen, die an ihren Lippen hingen oder die ihnen hinterhergegangen sind. Jesus ist anders. Er sagt, ich bin nicht so. Ich wünsche wirklich Beziehung. Ihr seid mir wichtig. Und ich denke, auch in diesem Punkt spricht Jesus bei uns eine Sorge an, die uns manchmal umtreibt, was auch gerade in der Lobpreiszeit schon deutlich wurde, in dem, was wir auch beim Lobpreis vielleicht gerade öfter erleben, dass wir denken, wir sind nicht so innerlich überzeugt oder dabei oder es ist jetzt einfach nur ein Bekenntnis. Ja. Manchmal ist diese Sorge in uns, dass wir sagen, angenommen, ich traue jetzt diesem guten Hirten. Ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Und darum geht es ja beim Christsein. Manche unter uns haben das vielleicht noch gar nicht gemacht. Man ist so dabei, man weiß vieles über Jesus, aber das ganze Leben, alles. Für mich war das mit 16 auf einer Freizeit von Wort des Lebens so ein Punkt. Ich war nicht abgeglitten als Teenager oder es war alles eigentlich normal. Ich war unterwegs mit Jesus und noch in der Gemeinde. Aber da war auf einmal so ein Punkt, wo ich wusste, jetzt ist es dran, dass ich Jesus mein ganzes Leben, die ganze Zukunft, auch was ich beruflich mache und alles einfach gebe. Auch mit ein bisschen Zweifel im Herzen und genau diesen Gedanken, was ist, wenn er jetzt genau das von mir will, was ich gar nicht so gerne machen würde. Ja? Und das ist ja diese Sorge, ich vertraue mich dem guten Hirten an, ich vertraue mein ganzes Leben an, ich gehe dann vielleicht einen herausfordernden Weg, wenn ich das mache und dann kommt die Krise, was ist denn dann? Die Situation, die alles in Frage stellt, der Wolf, die vermeintliche Sackgasse, innere Kämpfe, äußere Angriffe oder was auch sonst uns über den Weg läuft, was macht dann dieser Jesus, dem ich mich anvertraut habe? Kann ich mich auf ihn verlassen? Das war ja exakt die Situation der Schafe. Ja? Stellt euch diese armen Schafe vor, die ja nicht sehr vor Schlauheit und Pfiffigkeit trotzen, wenn man sie so sieht. Und Andreas hat ja dieses Bild gehabt von diesem Pferch mit den Steinwellen, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr da wart. Die sind da in ihrem Pferch und dann kommt der Wolf. Wolfsdiskussion haben wir ja in Brandenburg auch wieder, das passt ja gut. Dann kommt der Wolf und dann sagt der Mietling, ich gehe dann mal, lässt die Tür offen und ja, jetzt überlegt mal, was die Schafe so denken, wenn sie denken könnten. Ja. So fühlen wir uns dann vielleicht und fragen, was ist dann? Ist Jesus wirklich da? Es gibt ein, oder ich fand jetzt im Netz ein berührendes Lied, was das sehr gut ausdrückt, beides. Diese Frage und auch die Wahrheit, die Jesus uns hier heute Morgen sagen möchte. Das Lied heißt Does Jesus Care? Ich habe es hier in Englisch, aber ich lese es euch auf Deutsch vor. Kümmert sich Jesus, wenn mein Herz zu sehr schmerzt für Fröhlichkeit und Lieder? Wenn die Lasten drücken und die Sorgen Angst machen und der Weg immer länger und ermüdender wird? Oh ja, er kümmert sich, ich weiß es, er kümmert sich. Sein Herz ist berührt von meinem Kummer. Wenn die Tage ermüden, die langen Nächte trostlos sind, dann weiß ich, mein Retter kümmert sich. Deswegen hat dieser Hirt sein Leben für die Schafe gegeben, um uns zu sich zu ziehen, in diese Beziehung und sich zu kümmern. Er sagt uns hier, ich mache eben nicht nur meinen Job, denn ich bin jemand, und das ist das Dritte, der sich wirklich kümmert mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen, mit allem, was ich habe. Da spielt diese ganz andere Dimension rein, dass Jesus nicht nur der bezahlte Hirte, sondern der Eigentümer ist. Wenn du zu Jesus im Vertrauen kommst, dann kommst du sozusagen zurück in sein Eigentum. Er hat dich gemacht ursprünglich, du hast dich entfernt. Und wenn du zurück zu ihm kommst, dann bist du sein Kind. Und deswegen
baut er diese Beziehung auf. Deswegen sucht er diese Beziehung zu dir. Das ist das Hauptbild dieses Bildes des guten Hirten, das Jesus hier uns vermittelt. Er möchte diese Beziehung. Und er sagt dann einen unglaublichen Satz eigentlich, den man sich eigentlich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen muss. Er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Also so wie heißt ja genau so und ist ja eine Gleichsetzung. Also Jesus sagt hier, lassen wir vielleicht die Schafe mal weg, das irritiert uns immer so ein bisschen, nach dem Motto, ich bin kein Schaf und so. Ne? Also er sagt einfach, ich kenne dich und du kennst mich, so wie der Vater mich und ich den Vater kenne. Ja? Also er vergleicht das Verhältnis von ihm zu seinem Vater mit deinem Verhältnis zu ihm und umgekehrt. Das ist natürlich ein Ziel, wir sind alle nicht vollkommen und jeder von uns weiß, und könnte gleich aufzählen, wo es überall hapert, ja, und wo die Beziehung noch gar nicht so gut ist und wir oft nicht beten wollen und keine Bibel lesen wollen und überhaupt unterwegs sind im Alltag und gar nicht von Gott überzeugt sind. Und tausend Sachen könnten wir sagen, aber das ist das Ziel, das Jesus hier formuliert. Das ist unglaublich. Ja. Das gibt es in keiner Religion. Dass Gott uns so nahe kommt, dass er dieses Ziel hat, so eine Beziehung mit uns aufzubauen. Und das wird auch an anderen Stellen deutlich, allein durch die biblische Bedeutung des Wortes kennen und kennenlernen, dass das eine intime Beziehung ist und nicht nur hier Verstand. Wir können sagen, ich kenne diesen und jeden Politiker, aber wir haben noch nie mit ihm zu Abend gegessen. Wir kennen ihn nicht wirklich, wir wissen nicht, wie er wirklich tickt. Ja. Aber Jesus meint, die Bibel meint, wenn sie von Kennen spricht, ein wirklich intensives Kennen und Wissen umeinander, eine Beziehung. Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt. Etwas total Neues, auch zur damaligen Zeit. Das Neue Testament sagt uns, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid nicht mehr versklavt an die Gegenmacht Gottes, an den Teufel, sondern ihr seid jetzt Kinder, Töchter und Söhne Gottes. Und dazu weiterführend, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben, wenn wir Jesus vertrauen, ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen. Den Geist der Religion, sage ich jetzt mal bewusst, der Religiosität, wo man immer nur tun muss und tun muss und tun muss, damit Gott zufrieden ist, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen. Ihr seid Kinder und ihr könnt sagen, lieber Vater, es ist alles in Ordnung, ich bin mit dir unterwegs, du wirst mir Dinge zeigen, du wirst mir vergeben, aber es ist nicht mehr diese elende Sklaverei, auch nicht die religiöse. Das ist die Beziehung. Und diese Beziehung hat den guten Hirten das Leben gekostet, das sagt er hier. Ich gebe mein Leben für dich, für die Schafe. Und weil Jesus eben nicht nur Gott ist und eins mit diesem allmächtigen Gott, sondern auch der gute Hirt ist, deswegen hat er das gemacht. Hat er sich völlig investiert. Und deswegen ist es möglich und gut, ihm zu vertrauen. Arno Schleyer hat in einem Buch über Vertrauen geschrieben, absolut vertrauenswürdig ist ein Wesen nur dann, wenn es grenzenlos liebt und allmächtig ist. Was nutzt mir ein allmächtiger Gott, der alles kann, aber mir nicht in Liebe begegnet? Das ist Allah im Islam. Wir werden im Islam nirgendwo die Lehre finden, dass Allah Liebe ist oder eine Beziehung zu Menschen aufbaut. Aber was nützt mir ein Gott, der Liebe ist, der mich ganz doll lieb hat, aber irgendwann an seine Grenzen kommt, nicht allmächtig ist? Also ein sehr wahrer Satz, den Jesus gelebt hat, den er vorgelebt hat und den er uns hier vermitteln möchte. Er, der Allmächtige, ist unser Hirte, der sich kümmert. Und das zählt gerade auch heute, am Ewigkeitssonntag, an dieser Grenze, die wir Menschen nicht überwinden können. Aber wo uns Jesus sagt, das wird ja dann auch demnächst Thema sein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das gilt es festzuhalten. Das ist unser Hirte, der bis
über den Tod hinaus unsere Hand nimmt. Und das ist gerade wichtig in dieser Zeit, in der die Menschen die Kontrolle verlieren über den Tod durch dieses Virus, die Angst umgeht, man hat es nicht mehr im Griff. Da können wir an der Hand des Hirten ganz entspannt sein, weil es gibt nichts, was uns trennen kann von ihm. Und selbst wenn es dick kommt und ganz dicke kommt und wir gehen in Gottes neue Welt. Und das, was wir eben aus dem Kolosserbrief gehört haben, das gilt. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das alles umfasst diesen guten Hirten. Und deswegen möchte ich heute Morgen Mut machen, dass ihr das vielleicht neu festmacht. Und deswegen stehen auch diese beiden Dinge heute da drüben. Also die Tür ist ja neu, aber das Kreuz steht auch da drüben. Um das vielleicht zum Ausdruck zu bringen, euch eine Hilfe zu geben, das auch neu zu bekennen. Dass ihr nämlich, jetzt gehe ich mal hier rüber, dass ihr nämlich die Tür der Entscheidung in Anspruch nehmt und zum Ausdruck bringt, Jesus, die Schlüsselfigur Gottes, die Schlüsselperson, dazu, ihr will ich vertrauen. Und diese Entscheidung neu treffen vielleicht, es geht jetzt nicht darum, auch vielleicht Christ zu werden, aber auch wenn du lange Christ bist, vielleicht bist du in so einer Situation, wo du merkst, ich vertraue Jesus nicht wirklich für mein Leben, für das, was gerade passiert. Dann kannst du, wenn du möchtest, wenn dir das hilft, gleich während dem nächsten Lied oder auch hinterher, wenn du nach Hause gehst, einfach durch diese Tür gehen als Bild. Ich entscheide mich für das Vertrauen zu Jesus, den guten Hirten, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist das Bild des Kreuzes. Du kannst einen Moment hier stehen bleiben vielleicht und das auch still im Gebet zu Jesus sagen. Ich will dir vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, was passiert. Ja. Und wenn ihr das nicht machen wollt, ist auch okay, aber dann habt ihr vielleicht in Erinnerung, da stand mal so eine Tür in der Gemeinde. Und vielleicht kommt ihr dann irgendwann wieder auf den Trichter, wenn es euch schlecht geht, dieses Vertrauen auszudrücken. Und auch das ein Stück zu in Anspruch zu nehmen, was wir jetzt in dem Lied hören, was die Band vorbereitet hat, wo es darum geht, das ist eine, was ich mir selber oder andere mir immer über mich sagen wollen und das, was Gott mir sagt und dann die Entscheidung, das wirklich zu glauben, dem zu vertrauen, was Gott dir über dein Leben sagt. Amen.